Vor genau einer Woche gab es in einer überregionalen Zeitung ein mich sehr beeindruckendes Magazin mit 20 Bildern aus 20 Ländern. Von 20 Top-Fotografen und Fotografinnen weltweit waren Momente festgehalten, die Ihnen in Corona-Zeiten Hoffnung geben. Die Bilder machen sichtbar, was unser Verstand schon erfasst hat und was dennoch kaum zu fassen ist. Dass Covid-19 eine Pandemie ist, eine Katastrophe, die man auf der ganzen Welt spürt. Drei Fotografiemomente möchte ich Ihnen vorstellen. Sie haben mich besonders angesprochen. Da ist eine Fotoserie ab Beginn des Lockdowns in London, als niemand weiß, wie lange die Ausgangsbeschränkungen dauern werden dort. Der Fotograf hatte die Idee, eine gewisse Routine in seinen Alltag einzuführen, die diese Periode des Stillstands strukturieren hilft. Er sah darin für sich einen Trost. Immer ab 10 Uhr morgens fotografierte er mehrere Motive vom gleichen Standort aus. Den Blick auf die Straße vor seinem Haus, das Chaos im Kinderzimmer, den Himmel ohne Flugzeuge, die täglichen Lego-Objekte der Kinder, das langsame Schwarzwerden einer Banane, den Heilungsprozess nach einer Augen-OP bei seiner Mutter. Seine Wahrnehmung in den Tagen: draußen mag das Virus wüten, bei mir aber geht das Leben weiter. Alles verändert sich, auch wir in der Krise. Es tut gut, den Blick wieder zu schärfen für die leisen Dinge des Daseins. Wir alle haben neu Geduld zu lernen, dann erkennen wir vielleicht wieder, wie reich das Leben auch im Kleinen ist. So dann ein Foto mit einem Clown, hoch auf einem Flachdach im Zentrum von Moskau, über dem 13. Stock. Er jongliert mit Bällen, ein Teil seiner Profession und auch Leidenschaft. Seine gesamten Shows sind abgesagt, Ausgangssperre auch hier. Man darf nur zum Einkauf von Lebensmitteln heraus. Morgens um 6 geht es täglich verbotenerweise hoch. Das Dach und der rebellische Akt, da hochzugehen und die Tür jeweils ohne Schlüssel zu öffnen, geben Hoffnung. Auch in Russland gibt es immer engere Kontrollen, Überwachungskameras sowie Gesichtserkennung. Für autokratische Staaten kommt Corona wie gerufen. Sie können ein System aufbauen, das wirkt wie aus dem Buch 1984 von George Orwell, kommentiert die Fotografin. Und weiter: darum ist es wichtig, sich Freiräume zu schaffen, in denen man noch unbeobachtet träumen kann. Ein weiteres Momentum aus Neu-Delhi. Normalerweise ist ein Dach kein Ort fürs Tennisspielen. Hier schlagen aber zwei Menschen auf ca. 15 Quadratmetern über dem 4. Stock den Tennisball an der Schnur gegen die Wand, weil sie in diesen Tagen etwas Bewegung und Ablenkung brauchen. Dieses Provisorium zwischen zwei Wassertanks ist allerdings ein Privileg in der Ausgangssperre dieser Megacity. Denn Familien leben meistens in einem einzigen Raum, oft ohne Fenster. Und Abermillionen von Wanderarbeitern schlafen auf der Straße und sind derzeit in ihre Heimatdörfer zurückgeschickt bzw. sind am Verhungern, bevor sie sich infizieren. Mich berührt der Kommentar des Fotografen: ich bin versucht, mir eine einfühlsamere indische Gesellschaft vorzustellen, wenn wir aus dieser Pandemie herauskommen. Aber ich kann nicht darauf hoffen, solange wir uns nicht um den Schutz von jedem einzelnen Menschen bemühen. Sich nur mit dem Virus zu befassen, ist ein Privileg, das wir hier in Indien nicht haben. Wenn ich diese Momentaufnahmen auf mich wirken lasse: Hoffnung zeigt sich in diesen Fotos für mich darin, dass hier nicht die Augen vor der Realität verschlossen werden, dass Menschen sich nicht abfinden mit dem, wie es ist. Und dann wage ich, angestoßen durch die Bilder, zu denken und zu hoffen. Viele werden irgendwie anders, positiv verändert, aus der Pandemie herausfinden, bei uns und weltweit. Und sei es nur, dass mehr Menschen verstehen, wir stecken da alle gemeinsam unter einer Decke. Alles ist miteinander verbunden, als seien wir eins. Alles ist miteinander verbunden in diesem gemeinsamen Haus, das unsere Erde ist. Bleiben Sie gesund, beschützt und behütet. Klaus Hagedorn, Pastoralreferent im Rentenstand und Seelsorger in Oldenburg.